Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir einmal alle wichtigen Fragen zu Naga beantworten, damit du nach diesem Video perfekt ausgestattet bist, um mit dem Traden anzufangen. Wir werden auf alle Fragen eingehen, die ich am häufigsten gestellt bekommen habe, und werden darüber sprechen, was Naga für Gebühren hat, wie viel Startkapital du benötigst, wie du Geld einzahlen kannst, wie du den besten Trader findest und natürlich auch, wie du überhaupt einen Trader kopieren kannst. Wenn du all das wissen willst und nach diesem Video ein echter Naga-Experte sein willst, bleib auf jeden Fall dran. Wir starten direkt rein und ich wünsche dir viel Spaß. In der Videobeschreibung findest du den Link zu Naga, wo du dich direkt registrieren kannst. Die Registrierung ist komplett kostenlos und ist in 30 Sekunden erledigt. Wenn du dich über den Link registrierst, unterstützt du damit unseren Kanal und sorgst dafür, dass wir bessere Videos machen können. Dafür möchte ich mich bei dir bedanken und beantworte dir sehr gerne alle Fragen rund um das Thema Naga. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir einfach gerne eine E-Mail. Wenn du noch ein bisschen mit der Auswahl eines Traders überfordert bist, könnte dir hier mein Sheet helfen, auf dem ich zusammengefasst habe, welche Trader ich aktuell sehr gerne verfolge. Wenn du das haben möchtest, registriere dich einfach bei Naga über den Link und sende mir eine kurze E-Mail, damit ich dir das Sheet zusenden kann. Falls du noch ganz neu in dem Bereich bist, möchte ich noch einmal ganz kurz erklären, was Copy Trading überhaupt ist. Mit Copy Trading ist eine Plattform gemeint, auf der du die Möglichkeit hast, professionelle Trader zu verfolgen. Du kannst sehen, was diese den ganzen Tag traden und das Beste daran ist, du kannst komplett automatisch diese Trader kopieren und dafür sorgen, dass diese Trades auch mit deinem eigenen Kapital ausgeführt werden. Das bedeutet also, du suchst dir einen Trader aus, der dir sehr gut gefällt, der vielleicht sehr gute Gewinne erzielt, drückst einfach mit einem Knopf auf Kopieren und Naga sorgt ganz automatisch dafür, dass jedes Mal, wenn der Trader einen Trade eröffnet, auch bei dir ein Trade eröffnet wird. Wenn der Trader einen Trade schließt, wird auch dein Trade geschlossen. Es bedeutet also, jedes Mal, wenn dieser Trading-Experte Gewinne erzielt, machst du diese Gewinne auch. Natürlich machst du aber auch alle Verluste, weshalb es wichtig ist, einen guten Trader auszuwählen. Und auch wenn alles komplett automatisch passiert und du überhaupt keine Zeit investieren müsstest, hast du natürlich jederzeit die Möglichkeit, selbst einzugreifen und alles ist unter deiner Kontrolle. Wenn dir also irgendwas nicht passt, kannst du auch jederzeit einen Trade schließen oder entsprechend anpassen, wie es für dich besser ist. Bitte beachte auch, dass es sich hierbei um keine Finanzberatung handelt und nur weil dir jemand sagt, dass Copy Trading sehr gut ist, du nicht gleich darauf hören solltest und dir deine eigene Meinung bilden solltest. Wir persönlich sehen Copy Trading als riesige Chance und nutzen es selber, dennoch solltest du natürlich für dich entscheiden, ob es das Richtige ist. Beachte bitte auch, dass Naga wie jedes Unternehmen natürlich versucht, Geld zu verdienen und du deswegen Gebühren auf deine Trades zahlen musst. Diese werden von Naga sehr gut und transparent dargestellt und liegen bei 99 Cent pro Trade. Wenn du mit einem einzelnen Trade mehr als 10 Euro Gewinn machst, zahlst du zusätzlich 5% Gebühren. Das ist unserer Meinung nach sehr fair geregelt. Wirklich schön an Naga ist, dass du überhaupt keine Einzahlungsgebühr hast und diese komplett von Naga übernommen wird. Du kannst sogar mit Kreditkarte oder mit PayPal einzahlen und kannst dir dein Geld dementsprechend auch auf dein PayPal-Konto wieder auszahlen lassen. Du kannst also einfach einen Trader kopieren und jedes Mal, wenn du Gewinne machst, kannst du dir diese immer regelmäßig auf dein PayPal-Account auszahlen und dir so eine nette Summe dazu verdienen. Die Minimum-Einzahlung liegt bei 250 Euro, was für einen Copy-Trading-Anbieter auch ein wirklich sehr geringer Betrag ist. Die mit Abstand am häufigsten gestellte Frage war, wie viel Kapital benötige ich nun eigentlich für Naga? Das lässt sich so pauschal immer gar nicht beantworten, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, die Mindesteinzahlung liegt ja bei 250 Euro und damit kannst du auch bereits starten. Das ist auch gut, dass diese bei 250 Euro liegt, würdest du nämlich mit noch viel weniger Kapital traden, würde es einfach im Verhältnis zu den Gebühren überhaupt nicht mehr rentabel für dich sein. Um das weiter zu optimieren, wäre es natürlich besser, noch ein bisschen mehr Kapital zu verwenden. Wenn du mit etwa 400 bis 500 Euro startest, bist du da wirklich schon auf der sicheren Seite. Du musst aber sehr darauf achten, was für einen Trader du kopierst, da einige mit sehr großen Summen handeln und so ein Trader für dich ungeeignet wäre, wenn du diesen mit sehr kleinem Kapital kopierst. Wie schon erwähnt, kannst du aber auch wirklich mit 250 Euro starten, wenn du erst einmal reinkommen möchtest. Das ist dann aber umso wichtiger, den passenden Trader auszuwählen. Wir sind jetzt auf der Naga Website und schauen uns erstmal gemeinsam alles an. Wenn du auf den Link in der Videobeschreibung klickst und deine Daten eingegeben hast, wirst du auf dieser Seite hier landen. Das ist der Newsfeed und der ist ein bisschen wie Facebook oder Twitter aufgebaut, weil du hier andere Trader siehst und die Beiträge von diesen liken, kommentieren oder teilen kannst. Die wichtigste Frage ist natürlich jetzt erstmal, wenn du mit dem Traden starten möchtest, wie kann ich Geld einzahlen oder Geld auszahlen? Hierfür klickst du auf den Bereich Ein- und Auszahlung und kannst einfach sofort damit starten, Geld einzuzahlen. Wie bereits erwähnt, kannst du Kreditkarte oder PayPal nutzen und hast hierfür überhaupt keine Gebühren. Wenn du dir Geld auszahlen möchtest, klickst du einfach hier auf Auszahlung und kannst es dir genauso auf deine Kreditkarte, ein Bankkonto oder sogar auf dein PayPal senden lassen. Im Bereich Märkte können wir sehen, womit du auf Naga überall handeln kannst. Naga hat da wirklich eine riesige Auswahl und du kannst beispielsweise mit Forex, Kryptowährung, Indizes, Rohstoffen, CFDs oder noch weiteren Dingen wie ETFs handeln. Der interessanteste Bereich ist natürlich aber das Copy Trading. Hierfür gehst du entweder hier links auf Copy Trading oder schaust dir direkt die Bestenliste an, was wir jetzt einmal machen. Hier hast du die Möglichkeit, nach verschiedenen Bereichen zu filtern und hast immer die erzielten Gewinne im 1-Monats-Zeitraum voreingestellt.
Du hast viele verschiedene Dinge zur Auswahl und kannst zum Beispiel nach dem verwalteten Vermögen filtern oder wenn dich nur ein bestimmter Bereich interessiert, kannst du Gewinne aus Krypto, Gold oder Silber nehmen. Der erste Platz hat diesen Monat unglaubliche $121.000 erwirtschaftet. Wir wollen uns jetzt einmal einen Trader anschauen, gucken, was ein guter Trader ist, auf welche Statistiken es ankommt und wie du diesen kopierst. Ich nutze hierfür immer ganz gerne das verwaltete Vermögen, da es sehr aussagekräftig ist und es ja einen Grund hat, warum so viele Leute so viel ihres Vermögens einem Trader anvertrauen. Auf Platz 1 haben wir hier einen Trader, den ich mir sehr, sehr gerne mal anschaue, nämlich Goldexperte. Wir können hier einfach mal raufklicken und können sehen, Goldexperte ist ein deutscher Trader und hat einen Risikoscore von 5. Er hat eine Trefferquote von 96,81%, wozu ich euch nochmal etwas Wichtiges sagen muss, da diese Frage auch öfter aufkam. Jeder, der sich ein bisschen mit Trading auskennt, weiß, dass eine Trefferquote wie 99% oder 100% oder was auch immer einfach absolut unrealistisch ist und faktisch nicht möglich ist. Ich habe nun öfter gehört, dass Leute einfach einen Trader mit einer 100%igen Trefferquote kopieren, weil sie denken, dass sie dann kein Geld verlieren können. Hier liegt aber ein großer Fehler. Die Trefferquote ist nämlich nicht so aussagekräftig, wie man denkt, da diese natürlich nur für Trades gilt, die auch geschlossen wurden. Es kann also sein, dass ein Trader eine 100%ige Trefferquote hat, weil er einfach alle Trades, die im Minus sind, offen lässt und gar nicht erschließt. Bitte beachtet deswegen also, dass die Trefferquote nicht immer so aussagekräftig ist und ihr diese nicht als einzelnen Faktor sehen solltet. Hier haben wir einen sehr wichtigen Bereich, da uns jeder Trader mitteilen kann, mit wie viel Kapital wir ihn kopieren sollten. Wie ich euch schon gesagt habe, ist es sehr wichtig darauf zu achten, dass ihr einen Trader passend zu eurem Kapital auswählt, da es zum Beispiel sein kann, wenn ihr mit kleinen Summen tradet und der Trader mit riesigen Summen, dass eure Positionen sehr schnell liquidiert werden. Bitte macht auch niemals den Fehler, gerade wenn ihr wenig Kapital habt, dass ihr einfach viele Trader zur gleichen Zeit kopiert. Da wird euch sehr, sehr schnell das Kapital ausgehen und das ist absolut unprofitabel. Konzentriert euch wirklich erstmal auf einen guten Trader und verfolgt diesen eine Weile, bis ihr gute Gewinne erzielen konntet und dann könnt ihr euch immer noch weiter umschauen. Goldexperte sagt nun beispielsweise, wenn ihr 10.000 Euro Vermögen habt, solltet ihr ihn auf 25% kopieren. Bei 20.000 Euro auf 50%. Was das genau bedeutet, können wir uns gleich nochmal anschauen, wenn wir ihn kopieren wollen. Sehr wichtig, um einen guten Trader zu finden, ist sich hier die Statistiken anzugucken. Hier sehen wir, dass Goldexperte bereits $76.000 verdient hat, dabei 96% profitabel sind und 13.245 Trades insgesamt eröffnet wurden. Hier drunter haben wir noch viele weitere Statistiken und können zum Beispiel sehen, dass der durchschnittliche Return on Invest bei 3,16% liegt und der höchste Return on Invest bei knapp 176%. Hier ist der sehr interessante Bereich, wo wir sehen können, wie es gerade für seine Autokopierenden aussieht. Er wird aktuell von 903 Leuten kopiert, was wirklich eine riesige Menge ist, und erzielt hierbei einen durchschnittlichen Return on Invest von 1,41%. Er verwaltet knapp 3,5 Millionen Dollar zurzeit und hat für seine Trader unglaubliche $583.000 erwirtschaftet. Diese Summe ist täglich stetig am Steigen und das wird auch der Grund sein, warum so viele Leute sich dazu entscheiden, Goldexperte zu kopieren. Hier sehen wir, womit er häufig handelt und bei dem Namen Goldexperte liegt es natürlich nahe, dass der Hauptteil hier Gold ist. Die profitablen Trades liegen hier bei 12.821 und die unprofitablen bei 422. Er handelt außerdem öfter mit dem DAX und noch mit ein paar weiteren Dingen. Wenn wir jetzt hier oben auf seine Trades gehen, können wir sehen, dass all diese nur von einem einzigen Tag sind, hier vom 20.10. und er hier wirklich riesige Gewinne an einem einzigen Tag erwirtschaftet hat. Wir haben hier 17 Euro, 25 Euro, 37 Euro, 11 Euro, 11 Euro, 15, 34, 14, 6, 10. So geht das den ganzen Tag. Und das ist wirklich nur ein einziger Tag. Das bedeutet also, wenn du ihn jetzt an diesem Tag kopiert hättest, würdest du diese Gewinne auch machen, wenn du ihn 1:1 kopierst. Wenn du ihn mit geringerem Kapital kopierst, würdest du natürlich diese Gewinne nur anteilig machen. Trotzdem wäre es aber extrem profitabel. Wenn du jetzt sagst, ja, das ist ein Trader, der mir gefällt, den möchte ich kopieren, kannst du hier auf Autokopieren drücken. Da siehst du nochmal seine Trefferquote in den letzten 30 Tagen, die Rendite und das durchschnittliche Investment pro Trade, was hier bei $338 liegt. Wenn du ihn jetzt kopieren möchtest, kannst du entweder einen Prozentanteil oder einen festen Betrag wählen. Ich wähle hier meistens den Prozentanteil und du musst eben schauen, dass dieser zu deinem Kapital passt. Wir gehen jetzt mal vom Beispiel von 10.000 Euro aus und da hat er ja selber gesagt, sollten wir 25% nehmen. Das bedeutet also, jedes Mal, wenn er jetzt mit 100 Einheiten tradet, tradest du mit 25. Je nachdem, wie dein Kapital ist, solltest du das natürlich entsprechend anpassen. Wenn du sagst, das passt jetzt so alles für dich, kannst du einfach hier auf Autokopieren starten drücken und schon kopierst du ihn. Jedes Mal, wenn Goldexperte jetzt einen Trader öffnet, was er hier auch sehr, sehr regelmäßig und aktiv tut, wie du sehen kannst, wird dieser auch für dich hier in deinen Positionen eröffnet. Dort kannst du alle deine Trades live mitverfolgen, kannst darauf warten, dass sie automatisch geschlossen werden, wenn Goldexperte den Trade schließt, oder kannst das natürlich auch selber von Hand tun. Wie du jetzt also hier sehen konntest, wenn du das innerhalb der letzten Tage getan hättest, wäre das auf jeden Fall extrem profitabel gewesen. Da das nun wirklich regelmäßig und lange Zeit schon so bei ihm läuft, ist davon auszugehen, dass es in der Zukunft auch weiterhin so sein wird.
Das waren jetzt die wichtigsten Punkte, die du zu Naga beachten solltest. Und ich möchte dich wirklich nochmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, einen passenden Trader auszuwählen und dass du nach deinem Kapital schaust. Schau wirklich immer hier in die Statistiken, guck dir alles genau an und guck, ob sich das wirklich gut für dich anhört. Geh nach allen Faktoren, die wir eben besprochen haben, und du wirst mit Sicherheit einen guten Trader finden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg beim Traden mit Naga und wünsche dir, dass du dir ein gutes, passives Einkommen aufbauen kannst. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Falls dem so ist, würde ich mich wirklich von ganzem Herzen über ein Like und ein Abo freuen. Und schreib mir gerne alle deine Fragen in die Kommentare. Wenn du irgendwelche privateren Fragen hast und vielleicht bei Naga Unterstützung benötigst, schreib mir sehr gerne eine E-Mail. Ich bin wirklich gerne kostenlos für euch da. Wie bereits erwähnt, kannst du mir auch einfach eine E-Mail senden, wenn du das Trading Sheet zugeschickt bekommen möchtest. Klicke jetzt einmal auf den Link in der Videobeschreibung, um direkt bei der Naga-Registrierung zu landen. Schau dir einfach mal kurz an, ob es dir gefällt. Wie gesagt, die Registrierung dauert 30 Sekunden und ist komplett kostenlos. Und du hast sogar die Möglichkeit, erstmal mit einem Demokonto zu starten, wo du virtuelle 10.000 Euro drauf hast, um zu gucken, ob Naga dir gefällt. Danke, dass du damit unseren Kanal unterstützt. Du findest ebenfalls in der Beschreibung einen Link zu dem Video, wo ich dir Schritt für Schritt zeige, wie du dich bei Naga registrierst. Falls dich also das interessiert und du da Unterstützung benötigst, guck einfach in die Beschreibung. Wenn du sonst noch irgendeinen Wunsch hast oder vielleicht ein Thema für ein neues Video, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin.